Yeah, Breakfast of Champions. Not how the New York Times saw it, but I've been planning the It's Not You, Baby, It's Me speech anyway. We stay in touch, trade candid webcam shots. They still want me. But now I'm a free man, baby, swimming in pills, pussy, and dreams of Pulitzers. No more of that human interest shit, not unless it involves horns and a forked tail. So I've been following a dead man around the world. Brit by the name of Theodore Wicker, the Crowley of Soho. He was looking for hell with a capital H. If he'd hung around, I could have given him pointers. Afghanistan, Liberia, Baghdad, Chechnya, Brooklyn. But he came here to East Bumfuck, Maine in 87. Not a great year for fashion, a terrible year for Wicker. Booked up in room 13, never seen again. Then this roach trap went under and nobody's touched it for a quarter of a century. You know, yeah, my man found what he came for. So did I. The Pope was right. Hell is real and it's not other people. This place is a door. That room is the lock. And the merry shit going down here is the key. Und damit hallo zur zweiten Mission von Daniel Bach. Wir sollen einen Mann namens Theodor Wicker finden. Wer sich ein wenig mit den Dungeons auskennt, der weiß, dass dort die Geschichte weitergeht. Aber dies hier ist der Anfang. Zunächst mal Bachs Recherchen untersuchen. Ich glaube fast, ich bin dran vorbeigelaufen, genau. Schicke Bilder auf jeden Fall. Und wir sollen jetzt das Zimmer 13 nach Hinweisen durchsuchen. Benutzen wir mal Wickers Tagebuch. Nein, wir wollen nicht das Zimmer betreten, sondern wir wollen das Tagebuch benutzen. Ach so, doch, wir wollen Zimmer 13 betreten. So, jetzt das Ganze nochmal. Und da haben wir es auch schon. Auf der rechten Seite die Geschichte, auf der linken Seite ein Kreis mit Zeichen und Buchstaben daneben. So, wie der Questfortschritt uns sagt, einen Weg finden, den Kreis halt zu aktivieren. Der Kreis selber, wie man unschwer erkennen kann, befindet sich hier unterm Teppich. Und jetzt habe ich nur eine gewisse Zeit, die auch tatsächlich alle anzuklicken. Ich glaube, hiermit fangen wir am besten mal an. Das Ding da in der Mitte sieht ganz gut aus. Das Ganze könnte hier eine Ecke länger dauern. Mal schauen.
this is the place. So pathetic for something so portentous. I can feel the other side is close, so close. I saw it in the motel owner's eyes, glazed with fear and suffering. Offerings have been poured out on this ground, soaked through to the foundations. Covered over with a minimum of effort, an Illuminati hallmark. The room stinks of inevitability. Of all the damned lives I have ended, this final sacrifice is the most deserving. I hold up to you, Sacharissa, the heart of Theodore Wicker. Und damit habe ich es endlich wieder geschafft, dieses kleine Rätsel zu lösen. Ach, wir stehen hier gerade in Wicker drinne übrigens. Meine Güte, was für ein Rätsel. Eines der sehr interessantesten in TSW überhaupt, von den Untersuchungsmissionen her, aber auch eines der schwierigsten. Den Ort auf dem obersten Foto untersuchen, haben wir jetzt als nächstes. Dafür hauen wir hier zunächst mal ab. Der Ort auf dem obersten Foto. Damit waren die Bilder gemeint, die hier in dem Tagebuch zu finden waren. Mal schauen, haben wir sie noch? Ja. Es steht zwar dort den Ort auf dem obersten Foto, gemeint ist aber eigentlich das mittlere. Da der Weg etwas weiter ist, hier wieder ein kleiner Schnitt. Tja, hab ich doch falsch gelegen. Da haben sie das wohl mittlerweile geändert. Ich bin hier sehr lange rumgerannt, um dann doch noch endlich hier das zu finden. Aber nun ja. Schauen wir mal. Was wir suchen, ist diesen Kanaldeckel. Und das Wissen nehmen wir noch mit. Da haben wir auch schon den nächsten Kreis. Jo, wir müssen jetzt irgendwie einen Weg finden, das Ganze zu aktivieren. Und den Satz, den wir suchen, der steht hier an der Seite. Jetzt müssen wir nur noch das, was wir bereits wissen, von diesem Bild hier, die einzelnen Zeichen, plus diesen Satz und die fehlenden Buchstaben irgendwie zusammen addieren. Und dann haben wir es auch schon. Ich habe jetzt darüber gerade keine Aufzeichnung, daher werde ich die kurz machen und sobald ich die habe, legen wir los. So, ich bin fertig mit meinen Aufzeichnungen und jetzt geht's daran, die Zeichen zu aktivieren. Mal gucken, wie lange ich diesmal brauche. My body able to survive the hell dimensions, I have made myself sick among humans. Each climate brings a new fever. I retch at the touch of sunlight on my skin. My dietary requirements extreme. I am become some Victorian storybook monster. And no crossing point, no portal will do. I travel the world searching, a leper, prodigal. This one won't do, and this one won't do. It must be fresh.
exposed. I am driven. Saccharissa waits at the border. Und damit haben wir die zweite Nachricht von Vicar gehört, die ich diesmal sogar schneller aktiviert habe als die letzte. Ja, ich mache mich jetzt auf zum nächsten Punkt und da sehen wir uns wieder. Und hier stehen wir vor dem zweiten Ort. Wie man sehen kann, hier an der Wand hängt diesmal unser Symbolkreis. Und wir dürfen uns hier mal ein wenig umsehen, um herauszufinden, wie wir denn das Ganze aktivieren können. Der Text ist diesmal, oder der Satz ist diesmal nicht auf dem Boden zu finden, sondern vielmehr an der Decke, und zwar dort oben. Da ich auch für diesen Satz meine Aufzeichnungen schon längst weggeworfen habe, auch hier wieder eine kurze Unterbrechung, bis ich das Ganze entschlüsselt habe. Und damit machen wir uns dran, diesen Kreis zu aktivieren. Aflame when I sleep. I see them when I am awake. I look out at this city's dismal shapes, BT Tower blinking feebly in a sky of unfinished gray wash. I cast no reflection. The glass feels alien to the touch. I will not miss this place, no more than I regret the sacrifices I have made. Or those yet to come. Do not plead. Do not rage, I should say. For your language means so little to us. Oh, Saccharissa. Und damit hat sich die Quest aktualisiert. Jetzt müssen wir den Raum nach weiteren Sachen durchsuchen. Und da ja alles schon so schön gelb aufleuchtet, benutzen wir das. Ja, hier sieht man auch direkt, was Theodor Vicar so im Allgemeinen denkt, wenn man das Ganze denn entschlüsseln kann. Jo. Und jetzt müssen wir zum nächsten Ort reisen. Wer gut aufgepasst hat, der kann sich noch an das dritte Bild erinnern. Und das war genau hier aufgenommen, im Tabula Rasa, das sich ebenfalls in London befindet. Und zusammen mit dem Tagebuch kommt das Wort Septus heraus. So heißt ein Zimmer hier im Tabula Rasa.
Und nachdem wir dafür jetzt einen Schlüssel gekauft haben, begeben wir uns doch mal in dieses Zimmer. Und jetzt heißt es schon, die Audiokassette anhören, die sich hier auf dem Schreibtisch befindet. It's true. Everything is true. Mankind and demonkind lived as one. All my work has led me to this, and yet, still, it changes everything. They were right to suppress this history, man and demon both, for its magnificence is fracturing. My mind is stripped naked by the possibilities. The historian's curse is to forever be on the outside, looking in on former glories trapped in amber. What if one had the means to return them? What if one had the will to do it? Tja, Vicar scheint so langsam wahnsinnig zu werden, würde ich sagen. Aber schauen wir uns mal diesen Handzettel an. Britisches Museum des Okkulten. Boah, gehen wir doch mal zum Museum. Das befindet sich immerhin hier auch in London. Das Museum kann man über zwei Wege erreichen. Entweder man geht den Weg, den ich jetzt hier laufe, durch den quasi Untergrund, oder man geht hinten lang über den großen Vorhof bei den Templern. So, das war nicht der Eingang. Dafür ist er hier. Und damit war es das auch mit dieser Quest.